Viele von uns sehen täglich Obdachlose und gehen vorbei. Carmen sah eine bettelnde Frau, aber irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Bleib dran, um herauszufinden, was passierte. Robin und Isaiah. Viele von uns möchten in schwierigen Zeiten etwas zurückgeben, aber wir sind nicht immer in der Lage dazu. Aber wir mögen es zumindest anderen dabei zuzusehen. Isaiah Garza lebte in Downtown LA und hatte die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf seine Gemeinde gesehen. Er fuhr mit einem Freund durch das Viertel Skid Row, um jemanden zu finden, der Hilfe gebrauchen konnte. Sie stießen auf eine Frau, die barfuß herumlief. Isaiah stoppte das Auto. Er erzählte ihr, dass er und sein Freund in der Nachbarschaft unterwegs waren, um Liebe zu verbreiten. Sie fragten, ob sie ihr neben einem neuen Paar Schuhe auch etwas Bargeld geben dürften. Die Frau war sichtlich überrascht und bejahte die Frage. Isaiah fand ihre Schuhgröße und den Namen heraus. Dieser war Robin. Er und sein Freund kamen kurz darauf mit neuen Schuhen und $40 zurück. Isaiah hielt den Moment in einem TikTok-Video fest, als er Robin beides übergab. Die Aufnahme ging schnell viral. Isaiah sah später nochmal nach ihr. Sie mochte ihre neuen Turnschuhe. Er wollte mehr, um ihr zu helfen, und versprach, wiederzukommen. Isaiah hielt sich an sein Wort und besuchte sie weiterhin regelmäßig. Dabei brachte er jedes Mal weitere lebenswichtige Dinge wie Geld, ein Smartphone, Hygieneartikel und Kleidung mit. Bei einem seiner Besuche fand Isaiah heraus, dass Robin seit über 10 Jahren auf der Straße lebte, nachdem sie nach einer missbräuchlichen Beziehung rausgeworfen worden war. Außerdem war sie seit 32 Jahren drogenabhängig. Nachdem er sie kennengelernt hatte, richtete Isaiah eine GoFundMe-Kampagne ein, um ihr zu helfen, von der Straße zu kommen. Während er auf Spendengelder wartete, schaute er immer wieder bei ihr vorbei, um zu sehen, ob sie noch etwas benötigte. Er brachte sie sogar für ein paar Nächte in einem Hotel unter, ging mit ihr einkaufen und zum Friseur. Nach 4 Monaten kam Isaiah mit einer Überraschung zu Robin. Er überreichte ihr eine rote Geschenktüte. Sie schaute hinein und sah mit einem verwirrten Blick, dass sich darin ein Schlüsselbund befand. Er sagte, dass es die Schlüssel zu ihrer eigenen Wohnung wären und dass er sie hinbringen würde. Sie müsse nie wieder obdachlos sein. Robin konnte es nicht glauben. Sie sprang sofort ins Auto und beide fuhren los. Isaiah hatte ihr die Augen verbunden und nahm ihr die Binde erst ab, als sie davor standen. Robin begann ungläubig auf und ab zu springen. Sie bekam endlich eine zweite Chance. Isaiah erhielt die Wohnung dank der großzügigen Hilfe seiner TikTok-Follower. Er sammelte mehr als $58.000 für Robin, was genug Geld war, um ihr einen 2-jährigen Mietvertrag für eine Wohnung, Möbel, ein Auto, medizinische Versorgung und Essen zu besorgen. Robin hatte nun 100 Kanäle auf ihrem neuen Fernseher, um sich zu entspannen und Filme zu schauen, das erste Mal seit langem. 24 Stunden später kam Isaiah mit einer weiteren Überraschung zurück. Er nahm Robin mit auf eine $1.000-Shopping-Tour in einem knallgelben Ferrari. Sie suchte sich Kleider aus, die ihr gefielen. Ein paar Tage später, als sie sich in ihrer neuen Wohnung eingerichtet hatte, kam Isaiah zurück und überraschte sie mit einem Weihnachtsbaum und Schmuck hierfür. Robin war überglücklich. Er war ihr Weihnachtsmann und brachte festliche Stimmung. Bevor die beiden sich trafen, hatte sie gebetet und glaubte nun, dass Isaiah geschickt wurde, um ihr zu helfen. Sie zwickte sich ständig und fühlte sich wie in einem Traum. Isaiah plant, die Öffentlichkeit über ihre Freundschaft durch TikTok auf dem Laufenden zu halten. Er hat das Gefühl, aus einem bestimmten Grund hier zu sein und besitzt die Ressourcen, um Menschen zu helfen. Jeder braucht in der heutigen Zeit einen Helden und er ist mehr als bereit, seinen Teil dazu beizutragen und Leben zu verändern. Die beiden haben Möglichkeiten besprochen, wie Robin ein Einkommen erzielen kann. Er plant, sie die nächsten 20 bis 30 Jahre finanziell abzusichern und ihr beim Schmieden ihres eigenen Glückes zu helfen. Wenn du jemanden siehst, der zusammengerollt auf dem Bürgersteig auf einem Stück Pappe liegt, geh nicht vorbei. Schau hinunter und sieh den Menschen. Alles, was ein jeder möchte, ist wahrgenommen und nicht vergessen zu werden. Carmen. Jeden Tag sehen viele von uns einen Obdachlosen, der um Geld bettelt.
Gutherzige Menschen geben diesem häufig etwas Kleingeld. Wir fragen uns jedoch, werden ein paar Dollar einen Unterschied machen? Ja, das machen sie. Und zwar mehrere. Mit unserem Beitrag wird der Obdachlose in der Lage sein, sich das Lebensnotwendigste zu kaufen. Essen, Kleidung, vielleicht eine Übernachtung. Außerdem zeigen wir ihm, dass wir uns kümmern. Mitgefühl, wie die Wissenschaft gezeigt hat, wirkt sich positiv auf unser Immunsystem aus. Nur wenige Obdachlose haben die Chance, ihre Geschichte zu erzählen. Sie werden ignoriert und übersehen. Wir wissen, dass sie existieren und dass sie nicht nur von Politikern, sondern von der Gesellschaft, von uns allen im Stich gelassen werden. Zu oft werden sie als eine homogene Bevölkerungsgruppe abgetan. Menschen mit Suchtproblemen, die auf der Straße schlafen, weil sie irgendwie versagt haben. Die Obdachlosigkeit ist im letzten Jahrzehnt beschämend angestiegen. Offizielle Zahlen sind wackelig, weil es schwierig ist, die genaue Anzahl der Menschen, die auf unseren Straßen leben, genau zu erfassen. Homeless Link schätzt, dass es seit 2010 einen Anstieg von 165% gegeben hat. Diese Zahlen sind nicht nach Geschlechtern aufgeschlüsselt. Es gibt jedoch noch eine andere und weit weniger sichtbare Facette, die versteckte Obdachlosigkeit. Um dir eine Vorstellung vom Ausmaß dieses Problems zu geben, die Wohltätigkeitsorganisation Crisis schätzt, dass etwa 62% der Obdachlosen hiervon betroffen sind. Viele dieser Menschen leben auf der Straße nicht, weil sie Suchtprobleme haben, sondern weil sie sich die Miete nicht leisten können, zwangsgeräumt werden, vor einem misshandelnden Partner fliehen oder eine zerrüttete Beziehung zu ihrer Familie haben. Teilweise finden sie eine vorübergehende Lösung. Sie wohnen zum Beispiel bei der Familie, bei Freunden oder in besetzten Häusern, oft über Jahre hinweg. Carmen Mendes aß in einem Raising Cane's Fast Food Restaurant in Kalifornien, als sie eine obdachlose Frau bemerkte, die andere Kunden nach Essensresten anbettelte. Keiner gab ihr etwas. Alle ignorierten sie und warfen ihr restliches Essen absichtlich in den Mülleimer, direkt vor ihren Augen. Diese traumatische Erfahrung ließ sie verletzt und hungrig zurück. Leider werden Obdachlose häufig behandelt, als hätten sie der Welt persönlich großes Unrecht angetan. Diese Frau wollte nur etwas essen, um einen weiteren Tag zu überleben. Carmen hatte viele Jahre lang ehrenamtlich mit Obdachlosen gearbeitet und kannte viele ihrer Lebensumstände, wie zum Beispiel Suchtprobleme oder psychische Erkrankungen. Sie stoßt sie nicht ab. Vielmehr schenkt sie ihnen Wärme und Liebe. Das Gesicht der Hoffnung ist manchmal verschleiert. Aber diese obdachlose Frau würde bald entdecken, dass es in Carmens großzügiger Seele auf sie wartet. Carmen war sehr traurig. Sie wusste, dass die arme Frau die ganze Nacht auf der Suche nach einer warmen Mahlzeit Ablehnung erfahren würde. Wenn sie sie wiedersehen würde, bekäme sie ihre Essensreste. Bevor sie ging, hielt Carmen Ausschau nach der Obdachlosen. Sie konnte sie nirgends entdecken. Also wollte sie gerade ihr übrig gebliebenes Essen wegwerfen. Sie bekam einen sanften Klaps auf ihre Schulter und wurde gefragt, ob sie noch etwas übrig hätte. Carmen gab der Frau ihre Reste, aber sie fühlte sich trotzdem furchtbar. Sie konnte den Ekel der anderen Kunden sehen, weil die Bettlerin es wagte, sich in das Restaurant zu setzen. Carmen beschloss, eine weitere Mahlzeit zu bestellen. Sie ging zu der armen Frau und überraschte diese mit der frischen und warmen Mahlzeit. Sie ahnte nicht, dass ihr Freund Fred alles mit der Kamera festgehalten hatte. Man kann den Dank in der von Fred eingefangenen Umarmung fast spüren. Es war ein Moment, den die beiden Frauen sicherlich nie vergessen werden. Raising Cane's bot der Obdachlosengemeinschaft neben einem riesigen Stapel Geschenkkarten auch eine großzügige Spende an. Carmen ist nun in der Lage, den Bedürftigen eine warme Mahlzeit zu schenken. Doch sie wird es nicht dabei belassen. Sie wird auch mit ihnen sprechen, um herauszufinden, was sie sonst noch benötigen. Wie diese beiden Geschichten uns gezeigt haben, tut es nicht weh, noch einmal nachzudenken, bevor man einen Obdachlosen verurteilt. Ein Akt der Freundlichkeit hilft denen, die sich nicht immer selbst helfen können, sehr. Wenn du also das nächste Mal an einem Obdachlosen vorbeigehst, grüß ihn, lächle, kauf ihm eine Tasse Kaffee und einen Donut. Sie sind echte, lebende, atmende und liebende Menschen. Was würdest du tun, wenn du einen Obdachlosen siehst, der Hilfe benötigt?
Erzähl es uns in den Kommentaren. Wir hören gerne, was du zu sagen hast. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.